Hallo und willkommen zu einem neuen Wochenvlog hier in meiner Wohnung wieder. Ihr seht, Kratzbaum ist aufgestellt. Schwarze Wand, also nicht ganz schwarz, das ist dunkel Anthrazit, da muss überall oben noch ausgebessert werden, sowas. Ich kann euch auch ganz kurz einen Überblick über die jetzige Küchensituation geben. Sieht bis jetzt so aus. Der Schrank ist noch ein bisschen zu niedrig, den setzen wir noch höher. Spüle geht auch noch nicht, aber ansonsten geht alles außer, ne, Geschirrspüler geht auch nicht, aber sonst geht das schon. Ja. Und es wird Zeit, dass ich euch wem vorstelle. Jetzt seht ihr mich wieder. Und ich zeige euch das Ganze mal. Irgendwo hier hat sie sich vergraben. Da ist die kleine Maus, die kleine Nofretete. Kleine Maus, hey. Die ist müde. Na, ich lasse sie mal noch schlafen. Ihr habt sie wenigstens schon mal gesehen und die ist so winzig. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine kleine Katze gesehen, wirklich nicht. Naja, ich lasse sie mal wieder. Ich lasse sie wieder zu in ihrer Höhle. Ich wollte sie euch nur mal kurz zeigen, weil sie ist einfach so süß, ne, wirklich. Und nachts kommt sie halt immer unter meine Bettdecke und es ist so niedlich. Ich liebe sie so, die ist so niedlich. Auch gestern haben wir sie abgeholt, ihr habt es ja gesehen, wir waren ja erst im Zentrum. Und danach haben wir dann die Katze abgeholt. Und ja, ich bin gefahren und mein Bruder saß die ganze Zeit hinten mit der Katze. Sie wollte unbedingt auf seinen Schoß, also sie war jetzt in der Transportbox, aber wollte da raus. Und die ist total neugierig und gar nicht so schüchtern oder so. Also total toll. Sie ist auch gestern hier sofort rumgeflitzt, hat geguckt. Wir haben schon Ball gestern gespielt. Ja, sie ist heute allerdings recht früh aufgewacht. Und ja, bin ich dann natürlich auch früh aufgewacht, logischerweise. Macht auch gut ins Katzenklo und alles. Hat heute eben schon was gefressen, da war sie ganz wild hinterher. Ja, also bis jetzt sieht das alles ganz gut aus. Ich räume jetzt als nächstes noch ein bisschen hier ein paar Schränke ein. In der Küche kann ich schon ein paar einräumen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal machen. Dann fege ich hier nochmal, damit es hier nicht ganz so staubig ist für die Katze. Ja, heute ist übrigens Samstag, der 2. Dezember. Ach, da fällt mir gerade ein. Dann kann ich euch ja, ich will ja in meinen Vlogs auch den Adventskalender euch immer zeigen. Gestern war Folgendes drin. Ich habe ja den von Look Fantastic. Gestern war das drin. Ein Lippenstift von Ila Maska. Der sieht so aus. Der ist so zweifarbig. Also, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, das war gestern drin. Und heute habe ich noch nicht aufgemacht. Da kann ich euch mal kurz mitnehmen. Mal gucken. Steht momentan noch hier oben. Gucke ich mal, wo ich die Nummer 2 finde. Hier. So, das Ganze wieder zu. Setze ich mich mal hier hin und dann machen wir mal kurz gemeinsam die Nummer 2 auf. Sekunde. Oh. Ich schätze mal, das ist nicht gewollt. Ich habe hier zweimal, scheint auch der gleiche zu sein, ja, von CRT zweimal den, irgendwas mit Flix, was steht da, Fiance, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Eyeliner, ja, zweimal so ein Filz-Eyeliner. Ich glaube nicht, dass er zweimal hier drin sein soll. Ich glaube, das war ein Versehen und ich habe aus Versehen zwei gekriegt, schätze ich mal, weil warum sollte man zweimal den gleichen Eyeliner reintun? Aber das ist natürlich cool. Also freue ich mich sehr drüber. Also schon zwei dekorative Sachen finde ich sehr, sehr cool. Der Lippenstift und zwei Eyeliner. Ich liebe den Kalender jetzt schon. Also freue ich mich drüber. Richtig cool. Guten Morgen. Heute ist Sonntag leider schon wieder. Hier ist die kleine Maus. Da ist sie, die kleine Nofretete. Ja, oh. Ach, die süße Kleine. Komm, geh mal runter. So, ich möchte nämlich mal gerade meinen Adventskalender wieder öffnen. Heute ist ja der 3. Ich hoffe, ich finde das sofort. Nein, das ist nicht. Okay. Das ist ja hier so zum Rausziehen. Da ist die Brei. Die ist ein bisschen größer. Ich stelle euch mal kurz hier ab. So. Und öffne das Paket mal. Sie ist neugierig, sie denkt, es gibt Essen. Nein, 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 au!
kein Essen. Und es ist drin Grow Gorgeous. Grow Gorgeous Scalp Detox Exfoliating Pre-Wash Treatment. Okay, ist das also für die Haare? Ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Ich glaube, das ist was für die Haare vor dem Waschen. Ich verstehe das gar nicht so genau, aber hinten wird ja genau draufstehen, was man tun muss. Ja, muss ich mir nochmal genau durchlesen. Auf jeden Fall, das war da drin. Nice. Gut, und jetzt, hör auf, gebe ich ihr erstmal ein bisschen neues Trockenfutter, fülle ich ihr rein. Das heißt, sie hat heute erstmal, also ich mache das immer so, dass sie ein bisschen Trockenfutter die ganze Zeit in ihrem Napf hat und halt Wasser. Und gestern hat sie halt Nassfutter gekriegt, da ist sie voll drauf abgegangen. Und heute Morgen habe ich es auf jeden Fall zuerst mal mitgekriegt, dass sie das Trockenfutter angerührt hat. Das ist schon mal sehr gut. Ja, und diese Katzen, also nicht, dass ihr euch wundert, die müssen eh ein bisschen mehr Futter kriegen, weil die halt eine höhere Temperatur haben. Die haben generell, deren Körpertemperatur ist 4 Grad wärmer als von normalen Katzen. Und dafür brauchen die halt auch mehr. Hört bitte auf, noch versteht. Dafür brauchen die auch mehr Futter, mehr Energie. Genau. Und die rast hier schon wieder rum wie eine Wilde. Aber die kriegt jetzt erstmal ein bisschen mehr zu fressen und ja, dann mal gucken. Hallo zusammen, heute ist ein neuer Tag. Es ist Montag. Und da schreit eine. Da schreit ja eine. Ne? Ach ja, oh Gott, diese Linse geht immer zu, sorry. Oh, die Kleine, die war heute den ersten Tag alleine. Sie hat es überlebt und es ist alles noch heile. ich wollte das Türchen öffnen, Nummer 4. Muss ich allerdings erstmal finden. Nein. Ich habe mir jetzt erstmal was zu essen bestellt, weil ich habe saumega Hunger. Ich habe schon wieder vergessen, was ich bestellt habe. Mann, geh auf. 4, wo habe ich denn die 4? Hier auch nicht. Hey. Es gibt keine 4, glaube ich, Leute. Ah, da. Da ist ja was. Oh, Leute, ich war so ewig nicht Shishan. Ne? Ich habe so richtig Bock zu Shishan. Aber naja, die nächsten Wochen werde ich das wohl mal wieder machen. Morgen habe ich Urlaub, was übrigens sehr cool ist, logischerweise. So. Hier haben wir, sie denkt, es gibt Fressen, weil ich hier rumknister. Ja, Schreihals. Von First Aid Beauty. Ultra Repair Cream, Intense Hydration for Dry Parched Skin. Okay, also einfach nur, ist das denn fürs Gesicht oder für? Vom Head to Toe. Okay, also für den ganzen Körper im Grunde auch. So sieht das aus. Das war heute in meinem Adventskalender. Genau. Ja, und jetzt werde ich gleich meinen, wo ist sie? Oh, ich habe immer Angst, dass ich auf sie drauf trete. Die ist so winzig. Wirklich, ihr seht nicht, wie winzig die ist. Die ist so. Hier die Ecke, sorry, Kamera ging gerade aus, hier die Ecke ist halt noch frei. Da wird mein Schreibtisch hinkommen. Und den habe ich jetzt hochgeholt, den kann ich ab morgen aufbauen, wenn ich das hinkriege. Ich bin mal gespannt. Ja. Und jetzt warte ich auf mein Essen, weil ich habe verdammt Hunger. Oh Gott, die rennt mir mal vor die Füße. Hallo zusammen, heute ist Dienstag und ich habe heute Urlaub, aber... Mir geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich es gestern schon erwähnt habe, dass ich ein bisschen Schnupfen hatte. Und jetzt, ich glaube, jetzt kommt es richtig. Aber gut, wir schauen mal. Ich muss gleich schon wieder niesen. Oh Gott, nein, bitte nicht jetzt. Doch jetzt. Was ich euch zeigen wollte, was heute in meinem Adventskalender war, ist von Balance Me Natural Skincare Flash Cleanse. Micellar Water, also einfach ein Micellenwasser. So sieht das aus. Yes, das war da drin. Freue ich mich drüber. Sehr cool. Ich finde den Adventskalender schon jetzt richtig, richtig gut. Ich hatte den ja letztes Jahr auch und da fand ich den auch schon richtig, richtig gut. Ich denke, den werde ich mir jedes Jahr wieder kaufen. Meine Katze ist gerade am Trockenfutter fressen. Gott sei Dank tut sie das mal. Sie bettelt mich die ganze Zeit an, dass sie Nassfutter kriegt, aber nein.
Das gibt's einmal am Tag. Und zwar erst abends. Jetzt bin ich hier gerade im Schlafzimmer. Hier werde ich gleich die Decke streichen. Und ich werde heute anfangen, mit Opa zu tapezieren im Schlafzimmer, damit ich am Wochenende dann jetzt endlich mein Bett aufbauen kann und nicht mehr hier auf der Matratze schlafe. Ja, dann habe ich schon mal mein Bett. Da in Einzelteilen liegt momentan mein Schreibtisch. Der muss auch noch aufgebaut werden. Ja, steht noch einiges an. Die Küche funktioniert jetzt im Grunde komplett, bis auf der Geschirrspüler. Der funktioniert noch nicht, aber halb so wild, wenigstens kann ich jetzt ordentlich kochen und alles. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Hallo ihr Lieben, heute gibt es das nächste Türchen. Und das habe ich schon rausgeholt. Das ist von This Works eine Maske bzw. Moisturizer oder ein Primer. Die Kleine hat Hunger. Ja, so ein kleines Teil. Keine Ahnung, als was ich das dann genau wende. Ich mag solche 3-in-1-Dinge nicht. Ich mag es nicht, dass es Primer, Maske und Gesichtstagespflege ist. Für mich sind das komplett unterschiedliche Sachen. Für mich kann das nicht in einem sein. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so gut. Mag ich. Hallo! Sorry, die Katze spinnt gerade ein bisschen rum. Ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Keine Ahnung, wie ich das dann mal verwende, muss ich gucken. Aber ich persönlich mag sowas nicht so gerne. Ich habe gerne für jedes einzelne ein Produkt, weil ich dann mir sicherer sein kann, dass es, finde ich, auch richtig was bewirkt. Ja. So, das war der Kalender. Und jetzt werde ich mal gerade der Katze etwas zu essen geben. Und dieses Schälchen. Die kriegt nämlich immer, wenn ich wieder nach Hause komme, erst ihr Nassfutter neues. Und den Rest des Tages kann ich euch da abstellen. Sieht ein bisschen blöd aus, aber gut. Sonst kann sie Trockenfutter fressen. Und ja. Jetzt muss ich gleich noch ein bisschen wärmer werden lassen. Ich habe das jetzt hier in so einer Box, weil ich hatte von der ich das gekauft hatte, die Katze, hatte ich noch so eine größere Dose. Und das war jetzt zu groß. Deswegen habe ich das hier reingetan und dann im Kühlschrank. Das würde ich da jetzt gleich erstmal noch ein bisschen, damit es ein bisschen wärmer wird, stehen lassen. Ja, komm raus. Oh. Da gibt es aber gleich was Leckeres. Heul nicht rum. So. Und da mische ich immer noch Flocken rein. Die hat sie mir auch mitgegeben. Das sind so Babyflocken. Keine Ahnung, sind wahrscheinlich noch ein paar. Ist jetzt mal gut. Da sind noch ein paar Nährstoffe drin und die gebe ich jetzt, bis die Packung leer ist, da immer mit rein. Ja. So, die Hälfte daneben geschüttet, auch gut. So, rein damit. Eine Gabel bräuchte ich vielleicht noch, um das umzurühren. So, hallo, es ist etwas später und ich habe inzwischen den Schreibtisch aufgebaut, ganz allein. Auf der Anleitung stand, man sollte es zu zweit machen, das wäre vermutlich besser gewesen, aber er ist aufgebaut, hier steht er. So sieht er aus. Ja, wie gesagt, meine Wohnung ist an sich nicht besonders klein, nur für einen Schreibtisch hat es nicht mehr so ganz gereicht. Wir stehen hier in der Küche und hier ist noch so eine Ecke, da habe ich jetzt den Schreibtisch hingestellt. Grenzt dann halt zur Küche an. Ist nicht ganz optimal, aber besser, als wenn ich keinen Schreibtisch hätte. Und ja, muss man mal sehen. Es sieht jetzt hier klar ein bisschen voll aus, weil da jetzt alles leer ist hinten in dem Bereich. Und hier alles so voll. Muss man dann nachher mal sehen, wenn es fertig ist. Ich glaube aber, das ist ganz okay. So sieht das jetzt von hier aus. Ich denke, das kann man machen. Muss man mal schauen. Aber ich finde auf jeden Fall den Schreibtisch sehr, sehr schön. Und freue mich schon, wenn da mein PC jetzt endlich bald dann hängen kann. Den werde ich dann jetzt die Tage von zu Hause abholen. Ja, und dann ist das hier meine kleine Schreibtischecke. Auf jeden Fall sehr cool. Hallo ihr Lieben, heute ist der 7. Und hier zeige ich euch mal kurz mein Kätzchen. Sie ist so süß. Ja, hallo Nofretete. Ach, die ist so süß. Und ich habe euch ein paar Sachen zu zeigen. Übrigens habe ich da hinten, ihr seht es vielleicht von hier, den PC aufgebaut, allerdings habe ich irgendwie ein Kabel vergessen, scheint mir so. Oder ich habe es immer, es liegt noch im Auto. Ich habe keine Ahnung. Weil ich den Desktop noch nicht anschließen kann irgendwie. Gut, muss ich dann morgen mal schauen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, nochmal im Auto zu gucken. Oder ich rufe nachher mal Mama an und gucke, ob sie weiß,
ob das da ist. Ja, heute im Adventskalender war Folgendes, und zwar von James Reed. Gradual 10 H2O Illuminating Tan Mist Body. Das glitzert so mega golden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie sowas verwenden werde oder nicht. Ja, keine Ahnung. Ich muss es gerne mal ausprobieren, wenn man das aufsprüht, wie das aussieht. Ist okay. Und dann habe ich hier noch, passend zum Kalender, nicht den Look Fantastic Adventskalender, sondern die passende Box dort dazu. Ich mache die mal auf. Ich habe da schon reingeguckt. Ist wie immer hier dieses Magazin drin. Upsala, ist mal daneben gefallen. Dann öffne ich das mal eben. Kommen bald wieder Videos zu. Ab Januar kommen da wieder richtige Unboxings. Nur momentan wisst ihr selbst, wegen der Wohnung, es wird langsam, aber ich finde es auch gut, wenn ich den PC jetzt hier habe, dann kann ich wahrscheinlich mal wieder Videos schneiden. Das wäre echt super. Ja. Die Katze wird zugucken scheinbar. Ich weiß es nicht. Als erstes habe ich hier von Polar eine Handcreme. So sieht die aus. Ich habe von Polar, war da glaube ich auch mal, nee, das war in der Glossybox, glaube ich, so ein was für die Augen drin. Das benutze ich momentan und jetzt habe ich hier eine Handcreme. Dann habe ich hier von Hydraactive Smart Nutrient Day Cream H+ von Fix and Rouge. Sieht so aus, also einmal eine Tagescreme. Und guck mal, die Katze klettert gerade auf mich drauf. Dann haben wir als nächstes von Gatineau Paris Kollagen Expert Serum. Ein Serum. Ich glaube, es ist so ein bisschen gegen Falten, soll das vorbeugen. Na, Katze, gehst du mal bitte da weg. Gegen Falten. Dann habe ich hier, das ist irgendwie ein bisschen lächerlich, dass jetzt, gerade jetzt, den Monat, wo ich nicht zu Hause bin, eine Badebombe drin ist. Das ist schon ein bisschen traurig, aber ich fahre ab und zu noch nach Hause, um zu baden, weil ihr wisst, Baden ist mein Leben. Und ja, Beauty in Wonderland, Look Fantastic, also von Look Fantastic selbst. Eine Badekugel, so sieht die aus. Finde ich an sich super cool. Dann haben wir von Zuki Exfoliate Foaming Cleanser, ein Mousse, was irgendwie das Gesicht reinigen soll. So sieht das aus. Weiß ich noch nicht, wie man sich das vorstellen muss, aber werde ich natürlich sehr, sehr gerne verwenden. Und zu guter Letzt, ich stelle euch mal kurz ab, ein dekoratives Produkt. Ja, hallo Mäuschen. Die ist hier vorne. Und zwar ein Lippenstift von, Gott, ich kann das gar nicht lesen, MDM Flom, keine Ahnung. Finde ich die Verpackung ziemlich hässlich, muss ich sagen. Aber das Produkt finde ich ganz schön. Es ist so ein richtig schön mattes Braun. Ich kann euch den auch einmal kurz swatchen. So sieht der aus, finde ich. Und die Katze spielt am Bändchen. Hör auf! Gott, die bringt hier alles durcheinander. Sorry, Leute. Ja, auf jeden Fall, ihr seht es hier, es ist so braun. Geh doch mal weg jetzt hier. So, finde ich ganz schön, muss man immer auf den Lippen sehen, aber an sich finde ich das ganz cool. Oh, die kleine Maus hier hinten, die spinnt ein bisschen, die spinnt. Ja, so. Das war alles, was in der Box ist, finde ich wieder ganz cool. Also die kostet ja mal, 15 Euro und aua! Oh, und dafür, dafür finde ich die Box eigentlich echt ganz gut. Ja. Die Katze dreht ab. Ich glaube, die möchte ein bisschen spielen. Dann werde ich das jetzt mal machen und wir sehen uns morgen wieder. Hallöchen. Heute ist Samstag, der 9. Ich wollte euch noch zeigen, was in meinem Adventskalender gestern und heute war. Gestern war von Redken das No Blow Dry NBD Airy Cream. Also für Haare, irgendwie damit sie schneller trocknen, schätze ich mal. Ist jetzt nichts für mich, finde ich okay, werde ich wahrscheinlich aber mal verlosen. Und heute war von, weiß ich nicht von wem. Ist das Bella Pierre? Ich bin irgendwie, Bella Pierre, genau, von Bella Pierre. Ist ja ein Banana Powder, also gut für unter die Augen und so. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool, ich hatte bisher noch keinen Banana Powder, deswegen finde ich das gut. Genau, das war im Kalender und jetzt wollte ich euch mal so ein Update geben, wie weit ich in der Wohnung bin.
Was habe ich euch als letztes gezeigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe jetzt hier, also Küche, wie gesagt, hier ist schon mal ein bisschen was weggeräumt jetzt. Ja, steht jetzt im Moment alles drauf rum, weil irgendwo muss man erstmal was abstellen, wenn man noch nicht so viele Plätze hat. Dann habe ich jetzt hier den PC aufgebaut auf dem Schreibtisch, da liegt auch noch alles rum. Habe da unten aber schon mal die Schubläden und sowas reingemacht. Da oben schon ein Deko-Element, da hängen schon Deko-Elemente, die, wo ich noch, da kommen ganz kleine Pflanzen rein. Dann das Beste überhaupt, was momentan passiert ist. Meine neue Haustür, von außen sieht sie noch besser aus, ich will jetzt noch nicht rausgehen, weil es ist arschkalt. Aber so sieht sie aus, ich werde es euch garantiert hier nochmal von draußen zeigen. Macht jetzt auf jeden Fall schon einiges her, da oben die Decke ist fast fertig, bis auf das Stück. Und dann kommt da halt noch einmal so ringsrum so eine Leiste lang. Ja, und dann können wir das hier auch endlich fertig machen. So, ich mache mal das Licht hier wieder aus. Da oben hängt die Uhr. Und ja, den Tisch haben wir schon aufgebaut. Die Bänke mache ich, denke ich, morgen mal. Es eilt jetzt nicht, ja. Boden ist hier überall fertig. Hier steht das, ein Teil des Sofas, da hinten stehen die Reste. Ja, sieht so ganz geil aus, nur ist es unmöglich aufzubauen, deswegen... Habe ich mich an Otto gewandt, so, dass das einfach nicht geht. Also ich bin nicht so blöd, was den Aufbau angeht. Ich habe den Schreibtisch ganz allein aufgebaut, den Tisch mit meiner Mutter. Also ich bin da nicht ganz unbegabt, sage ich mal. Und wir haben da alle einmal drauf geguckt, es ist unmöglich, den aufzubauen. Deswegen kommt jetzt hier demnächst so ein Techniker, keine Ahnung, und guckt sich das auch nochmal an. Ist halt ein bisschen ärgerlich, das Sofa ist endlich gekommen und... Jetzt lässt es sich nicht aufbauen, das ist natürlich scheiße, weil man dann wieder nicht so ganz vorankommt, aber gut. Und dann jetzt das Schlafzimmer, es halt hier gerade ein bisschen drin, weil hier noch nichts steht. Ich mache das Licht an. Oben hängt auch eine Lampe. Und ja, hier haben wir schon Boden verlegt, ich muss heute noch zu Ende streichen. Wir haben trotzdem schon Boden verlegt, ich werde das nachher alles gut abkleben. Und ja, sieht hier auch endlich mal schöner aus, ich freue mich schon richtig. Also langsam... Kommen wir dem Ende nahe. Also wie gesagt, das ist jetzt noch die letzte Baustelle so ein bisschen. Da muss ich oben noch ein paar Sachen ausbessern. Das ist aber recht schnell gemacht. Da steht nun mal gerade alles rum. Und dann halt noch der Flur und dann hier einfach ein paar Möbel aufbauen. Und ja, Flur und Badezimmer bleiben ja grob erstmal. Nur ins Badezimmer kommt eine neue Toilette, aber das machen wir dann am Ende. Ja, das ist so das, was ich euch kurz zeigen wollte. So das Aktuelle hier. Ja, läuft langsam. Kommen wir dem Ende zu, was mich sehr, sehr freut. Ja, ich wollte mich gerne Weihnachten halt hier feiern und das sind jetzt auch nur noch 2 Wochen. Deswegen beeilen. Aber das schaffen wir. Das wird schon. Ich hoffe nur, dass mein Sofa bis dahin steht, weil sonst ist das ärgerlich. Jo, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Und entweder vlogge ich morgen noch, kann ich euch aber nicht versprechen, oder der Vlog endet jetzt hier. Ich komme nämlich gar nicht mehr klar, wie weit ich mit den Vlogs bin. Ich meine, ich habe jetzt 3 Vlogs insgesamt, konnte die aber bisher noch nicht schneiden, weil mein Schnittprogramm auf dem Laptop, da muss ich nochmal gucken, das ist irgendwie total Banane. Und ja, jetzt habe ich den PC hier, das heißt, ich kann jetzt mich vielleicht heute und morgen mal dran setzen und den einen Vlog schneiden, damit ihr mal was sehen könnt. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Wurde schon viel gefragt, wo denn meine Vlogs bleiben, aber ging momentan einfach nicht. Ja, ich hoffe, das klappt und dann freue ich mich, wenn ich dann endlich wieder einen hochladen kann.